liebe Freunde vom Roadtrip-Interview. Heute seid ihr mal live dabei in meinen heiligen Hallen. Fangen wir gleich an hier oben mit dieser Eintrittskarte. Generalprobe Udo Lindenberg. Ich hatte eigentlich gar keine. Und die habe ich bekommen von der Crew. Darf ich eigentlich gar nicht drüber sprechen. So, jetzt geht's weiter. Hier oben sind die Baits. Da haben sie schon unterschrieben. Einige fehlen noch. Hier sind Zeitungsartikel. Hier ist auch nochmal Steffi Stefan. Ich habe nicht alle Zeitungsartikel hier irgendwie aufgehangen, weil es zu wenig Platz ist. Das ist Basti von Knorkato, Charlie Klauser. Den Udo habe ich selber mal gemalt. Hier unten ist noch Isabel Krämer. Hier gibt es noch ein schönes Plattencover. Hier oben zum Beispiel hängen noch die Nummernschilder von der lieben Diana Struckmeier, die sie mir gemacht hat. Wirklich mega geil. Wir gehen gleich weiter hier oben. Und zwar ist hier Mike Müller-Rechtschreiter. Ja, wenn man ganz genau guckt, das ist mein Flyer hier. Und hinten ist Mike Müller-Rechtschreiter. Was er gemalt hat, das ist dort oben. Hier ist Tommy Schwabel. Den hatte ich auch im Roadtrip-Interview. Das ist ein Originalbild übrigens. Hier ist mein Vater. Das ist seine originale Brille. Und das ist ein Originalfoto von Timmendorf. Da habe ich den Udo zum ersten Mal getroffen. Ja, und jetzt geht's weiter. Das ist meine Landkarte. Und diese Pins, die ihr hier so seht, da fehlen einige, weil ich echt faul bin, immer alles nachzustecken. Oder so mache ich auch noch. Und ohne Scheiß, ich stehe hier manchmal und tue mit einem Lineal messen. Und mir die Routen ausmessen. Also wirklich wie in so einem Schiffsding oder sowas. Also kannst du auch natürlich per Map machen, ja. Aber damit es mir nicht wehtut oder dass das irgendwie so ein bisschen, dass das irgendwie so ein bisschen greifbar ist, mache ich das an dieser Karte. Ja? Alle Interviews oder sowas mache ich wirklich an dieser Karte fest und guck dann, ja, wie weit bist du zu dem gefahren und so weiter und so fort. Hier hast du Basti. Basti von Knorkator, den Räucherbasti, den habe ich mal zu Weihnachten gebastelt. Der funktioniert auch wirklich. Jetzt gehen wir weiter. Diese Maske habe ich mal bestellt. Ja, sehr teuer, das Teil. Aber nicht sehr gut, sage ich mal, im Verbrauch. Ich hasse das, wenn mein Gesicht so nach Gummi stinkt und ich da echt da fast Kotzen kriege von sowas. So, so weiter geht's. Sitze. Hier versteckt haben wir die erste Roadtrip-Interview-Gitarre. Hier hat unterschrieben noch der Steffi Stefan, ja. Hier Angelika Mann, wie man sieht, Jackie von Zilli, ja. Tommy hat dort unterschrieben, Ossi Pfeiffer hat dort unterschrieben. Dann ging es weiter mit der Gitarre, ich glaube, das war die zweite. Hier hat der Tommy Schwabe, weil ich euch vorhin gezeigt habe, der 20 Jahre die Cover gemacht hat für die Ärzte. Hier ist Dirk Zöllner. Dann haben wir Genghis Khan, glaube ich, hier oben. Das ist Genghis Khan, glaube ich. Ja, hier sind die Bates. Hier ist Basti von Knorkator. Viele mehr. Hier kommen wir zu einem großen Bild. Fantastisch. Von Udo Lindenberg. Riesengroß. Ich muss mal wieder putzen. Nur Panik, Frank. Wie man sieht, hier Udo hat mir dieses Bild geschenkt. Hier oben geht es weiter. Alex Schwers war auch schon bei mir im Auto. Hier Bela B. habe ich mal dieses Plektrum da gefangen von Rott. Hier eine gute Künstlerin aus Berlin. Die gute Ute, meine Schirmherrin. Ja, die Puppe kennt ihr alle. Es geht weiter. Hier ist auch noch eine Gitarre. Arno Köster. Was haben wir denn hier noch? Ich glaube, da war die Charlie nochmal mit dabei. Max Buskohl. Eddie Kante, ganz neu. Dann Rummisnuff, ganz neu hier unterschrieben. Die Lords haben hier ganz neu unterschrieben und es geht weiter. Ich muss erstmal Licht anmachen. Ja. Hier ist mein kleiner Sohn. Hier ist ein kleiner Brunnen. Jetzt mache ich mal hier drüben noch Licht an. Hier sind die ganzen Kostüme. Und hinter den Kostümen verstecken sich natürlich auch Gitarren, wie man sieht. Erkennt man das? Ein bisschen. Hier sind auch noch Klamotten vom Zimbel. Und ich habe schon rausgelegt. Hier sind auch noch Sachen vom Zimbel. Hier sind auch noch Hosen vom Zimbel. So, jetzt
jetzt geht's ganz schnell wieder zurück. Ja, und hier sitze ich immer und freue mich, ja, wenn ihr alles liked, wenn ihr mein Zeug teilt, und ganz liebe Grüße an euch. Macht's gut.